Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Reaction. Wir reagieren auf Sammy. Ich hasse dich 2, Nafrika Album. Ich hasse dich 1 war auf De La Rue, dem Album, Leute. Und ich spiele mal ein bisschen davon ab, damit ihr so eine Ahnung habt, worum es geht. Es frisst meine Psyche. Keiner hier wusste, was ich für dich fühle. Jeder dachte bloß, dass ich dich betrüge. Nimm deine Typen, geh von mir weg, ich bleib lieber allein. Ich will nie wieder lieben, nie wieder lächeln. Und nie wieder weinen. Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, De La Rue, sein Album war auf jeden Fall stabil. Und jetzt, ich hasse dich 2. Okay. Ich muss ja sagen, De La Rue, weil ich habe euch ja gerade den Song ein bisschen gezeigt, den ersten Teil. Das war halt so ein trauriger Song und es geht halt auch um Liebe, aber auch um Hass, wisst ihr. Und ich fand bei seinem Album war Ghetto ein sehr starker Track, Mama und Ich hasse dich, fand ich, war sein bester Track da. Und ich erwarte jetzt sehr vieles bei Ich hasse dich 2. Bin sehr, sehr gespannt. Ich hätte nie gedacht, dass es so schmerzt heute. Boah, Leute, bevor er jetzt hier richtig anfängt, eine Sache muss ich noch loswerden, so, weil ich habe auf Porsche Panamera, also auf Panamera von Sammy reagiert und hätte niemals damit gerechnet, so, weil Sammy hat das Video gesehen und in seine Insta-Story gepackt, so. Ich will jetzt kein Mitleid von euch oder so, aber ich kenne das gar nicht, dass man mich so irgendwo, keine Ahnung, irgendwo einfach erwähnt. Das war halt auch so ein Push, so, und hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ehrenmann an der Stelle. Heute würde ich sterben, nur dass du schon tot wärst. Ich hasse dich immer mehr mit jedem Atemzug, Schatz. Auf all den 1000 Seiten, die mein Tagebuch hat. Denn es fickt mein Kopf jeden Tag nur auf Wodka, oh. Und im Schlaf kommt es nochmal hoch. Ich will weg, ich will dich nie wieder sehen. Deine Welt dreht um Snaps und die Shisha-Café. Boah, also der Text, ne? Der Text geht richtig unter die Haut. Also ich finde, Sammy ist so ein Rapper, also ich mag Autotune sehr, bei ihm auch diese Party-Tracks, so diese Richtung Party-Tracks, finde ich, ist so, gefällt mir am meisten bei ihm, aber diese Richtung, diese traurigen Tracks, diese deepen Tracks, auch Mama zum Beispiel, finde ich auch, sind sehr, sehr gut bei ihm. Freitag Party, seh dich an, du bist ehrenlos. Leb dein Moment, ruf nicht an, ich bin seelisch tot. Ich trink Glas nach Glas, du siehst deine Fehler nicht. Hoffentlich wie Karma dich, bevor mich meine Leber fickt. Bitte rede nicht, denn Träume zerbrachen. Fick dich, wen willst du mit Treue verarschen? Also Leute, ich kann jetzt nicht viel dazu sagen, aber zum Musikvideo kann ich nur sagen, mir gefällt auf jeden Fall die Umgebung da, wo der ist. Also sieht auf jeden Fall richtig krass aus, so auch. Warte mal, ich muss mal einmal eine Sache nachgucken. Okay, er ist die ganze Zeit da auf diesem Eis. Finde ich gut, weil ich hätte es scheiße gefunden, wenn da so viele Szenenwechsel wären und dies und das, weil das ist ein trauriger Song und da finde ich gut, dass er dieses Mikrofon hat und einfach nur in dieses Mikrofon rappt. Wer heult jetzt vom Schlafen? Walla, ich schäme mich einfach, dass ich mit dir, kleinen Fotze, meinen Weg geteilt hab. Ich hätte nie gedacht, dass es so schmerzt. Würde ich aus meinen Fehlern doch bloß lernen. Stundenlang vor dem Novoline. Heute ist es mir egal, wenn du Fotos likest, wenn du feierst. Boah, also ich gehe gerade diesen Text die ganze Zeit durch und ich muss sagen, ich finde sogar, ich habe jetzt nicht alles gehört, ne? Also Ich hasse dich 1 war schon Hammer, so. Ich habe auch gesagt, boah, bei Ich hasse dich 2, er muss nochmal richtig drauflegen, damit das besser wird. Aber ich finde, dass es bis jetzt sogar, ich kann fast schon sagen, dass es besser ist, obwohl ich die Hälfte gehört habe. Ich finde das so krass. Feiern gehst, weil du es nicht einsiehst. Willst vergeben seinen Mini-Rock und High Heels. Bitte schäm dich, es wird Zeit, dass die Reue kommt. Wieso schreibst du? Weißt, dass dein neuer Freund nächtelang Blut geweint, gehofft, dass du ehrlich bist. Du hast gelacht, als du sahst, dass der Schmerz mich fickt. Du wolltest. Ey, diese. Tschüss, ne, manchmal, ich bin gerade voll in dieser deepen Stimmung, gerade wegen diesem Lied. Ich höre jetzt nicht so viel deepen Rap, aber ich höre mehr das aggressive Party-Tracks und so, aber. Ich muss sagen, wenn dann sowas, ab und zu mal, aber dann genau sowas von ihm. Weil sowas packt einen auch schon ganz gut. Manchmal, also ich denke mir sogar, jetzt gerade denke ich mir sogar in meinem Kopf so, stimmt das auch alles so, was er da rappt, so, ist das wirklich so eine Frau oder so ein Mädchen halt, die, eine Frau, die, wo der das alles erlebt hat und so, oder ist das jetzt halt einfach Rap? Weil er erzählt das so, als wäre das wirklich passiert, weil wenn ich mir das angucke, ich denke mir, boah, der fühlt das gerade.
So sollte das sein. Krieg, hier bitte, jetzt hast du ihn. Du hast bei all deinen Listen nur Schach gespielt. Ich hasse dich, warum ich dir den Tod wünsche. Dafür gibt es so Millionen Gründe, nannte dich Schatz. Ich versinke im Lebenssumpf. Doch es gibt so viel Schätze am Meeresgrund. Boah. Also der Beat ist auch nochmal, der Beat ist auch nochmal stabil. Ich meine, bei Ich hasse dich 1 war ja noch so ein Sänger dabei. Amri heißt der, glaube ich. Und der hatte auch nochmal eine sehr gute Stimme. Hier haben wir, glaube ich, jetzt keinen Sänger. Aber ich finde, jetzt mal ohne Spaß, ich finde, ohne Sänger ist das viel besser. Ohne Sänger hört sich das viel besser an, so. Ey, dieser Beat, ne? Also, diese Melodie. Leute, weil ich noch gar nicht gesagt habe, Nafrika, sein Album, ne, könnt ihr euch direkt vorbestellen. Ich packe euch direkt erster Link in der Beschreibung, sein Album Nafrika vorbestellen, Leute. Weil ich höre Sammy schon echt lange und ich muss eines sagen, der Typ hat einfach viel mehr Aufmerksamkeit verdient für das, was er macht. So, ich meine, er macht auch Sachen mit ABK und da kriegt er ja auch gut Aufmerksamkeit, denke ich mal so. Aber trotzdem hat er viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Gönnt euch sein Album. Geliebt, deine Taten und Fehler verziehen, ja, ich hab dich geliebt, aber du. Okay, Leute. Also man hört hier nochmal so eine Frauenstimme so am Ende, ist gut, weil ich finde, alleine mit der Melodie das zu Ende zu machen, wäre vielleicht ein bisschen schlechter so, aber dass man hier noch so eine Frauenstimme mit reinpackt, damit, wo man auch weiß, okay, das hört jetzt hier auf, ist auch nochmal besser. Also ich finde das so nochmal, ist gut geworden. Spielst nur ein Spiel, geh weg, ich hasse dich. Geh weg, ich hasse dich. Boah, krass. Ich habe so, wir haben ja jetzt in den letzten Tagen, Wochen so viele Reaktionen habe ich aufgenommen, ne, so viel. Und so ein Track, ne, da gab es keinen Track, den ich mit dem hier vergleichen kann. Einfach Hammer so. Und so eine traurige Richtung gibt es ja gerade auch selten im Rap. So mehr, die Leute gehen mehr auf diese aggressive Richtung gerade ein. Aber sowas, ne, also er hat das echt drauf. Party-Tracks und so mit Autotune, wo man einfach mitmachen muss, hat der sehr gut drauf. Aber diese traurigen, das ist, da soll er auch auf jeden Fall beibleiben. Auf jeden Fall stabiler Track. Ich habe keinen Kritikpunkt, nicht einen Kritikpunkt. Gefällt mir alles top so. Genauso wie ich mir erwartet habe, ist auch so entstanden. So, ich hoffe, euch hat die Reaction dazu gefallen. Ich konnte leider nicht so viel dazu sagen, so, weil ich habe echt den Text gefühlt so gerade. Wenn euch die Reaction gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann kannst du die Glocke aktivieren und verpasse keine Videos. Natürlich nur, wenn du Bock hast. Das war's für ein Video. Macht's gut, haut rein und ciao!